jetzt besser, weil wir sind ja auch durchaus in der Lage zu lernen. Erstmal vielen Dank, Jan, für diesen unglaublichen Rockstar-Auftritt, den du auch jetzt beim Jacke ausziehen noch hinlegst. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Referenten. Der nächste Referent ist für mich persönlich ein ganz besonderes Highlight, weil im Frühjahr diesen Jahres haben wir uns das erste Mal kennengelernt bei Ihnen in München. Und das war eine sehr spezielle Situation. Wir haben bei MTP einen nationalen Förderpool, da sind verschiedene Unternehmen bei, ihr habt einige schon gesehen, Nestlé ist dabei und eben auch Microsoft, Unilever ist dabei. Und in Bezug auf Microsoft war die Situation ganz interessant. Da sind wir mit Microsoft vor einigen Jahren in Kontakt gekommen über Kampagnen. Und dann waren Microsoft bei uns im nationalen Förderpool mehrere Jahre und irgendwann haben die Agentur gewechselt. Und das Spannende war, Microsoft kannte uns gar nicht von MTP. Und wir kannten Microsoft gar nicht von MTP, wir hatten immer über die Agentur miteinander zu tun. So, und dann haben wir uns gesagt, jetzt fahren wir da mal hin und gucken mal, was wir zusammen machen können. Und das ist eigentlich das zweite sichtbare Ergebnis. Das erste sichtbare Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist, dass eigentlich der ganze Verein Marketing zwischen Theorie und Praxis IT-mäßig heute auf einer Infrastruktur von Microsoft läuft. Und dieses zweiten Teil, auf den habe ich mich besonders gefreut, Robert Kemper, CMO von Microsoft, erzählt uns über Transform, das neue Marketing. Applaus. So, Marketing der Zukunft. Aus meiner Sicht zwei Komponenten. Zum einen braucht man einen Kopf und ein Herz. Warum das so ist, wisst ihr in ungefähr 20 Minuten, wenn ich mich an meine Zeit halte. Vielen Dank, lieber Herr Hafner, für die nette Anmoderation. Ich würde sehr gerne auch beim Du bleiben. Microsoft hat eine Du-Kultur, insofern würde ich diese Historie gerne fortsetzen. Wer von euch kann sich noch an sein erstes Musikkonzert erinnern? Was war das? Boah, cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt es da noch? George Michael, okay. George Michael ist eher, bei George Michael, das war so meine, in Anführungsstrichen, Generation, das so sahen Konzertbesuche damals aus. Man hatte Balladen, heutzutage sieht das so aus. Jan ist gerade auf die Explosion von auch mobilen Endgeräten eingegangen und jeder filmt heutzutage beim Muse-Konzert das ab. Content wird produziert. Heutzutage hat ein Handy mehr Speichervolumen als zur ersten Mars-Mission. Ja? Da hätte man das Ding gar nicht angekriegt. Ja? Heute haben wir Gigabytes. Insofern, Big Data explodiert. Ich habe heute schon gehört, oder heute Vormittag war ich leider nicht da, aber darüber wurde schon diskutiert. Big Data wächst und wächst und wächst. Und wenn wir jetzt gerade ins Netz gehen, und da habe ich den Daniel, der hilft mir da ein bisschen, wir müssen gerade jetzt ins Netz gehen, Realtime quasi, das komme ich gleich zu, seht ihr, was in den letzten 4600 Sekunden oder jetzt gerade im Netz passiert. Weltweit. Circa 300.000 Tweets in dieser Sekunde, in der ich rede. Circa 50.000 Likes auf Facebook in dieser Sekunde, in der wir hier miteinander kommunizieren. 40 bis 45 Stunden Content, vielleicht vom Muse-Konzert, was gerade auf YouTube hochgeladen wird. Daten explodieren. Das heißt, auch für einen Marketier, heutzutage musst du dieses YouTube-Phänomen, YouTube-Stars füllen Hallen, YouTube-Stars interviewen sogar die Kanzlerin. Insofern ganz andere Medien, mit denen du dich als Marketier zurechtfinden musst. Auf die Präsentation. So, was heißt denn das jetzt für die Marketingstrategie? Fundamentaler Shift der Marketingstrategie. Früher brand-centric. Heute Macht dem Kunden. Gartner nennt das Power of People Phänomen. Das heißt, heutzutage buyer-driven everything. Der Kunde hat die Macht und das ist auch gut so.
Wir sehen in Studien, dass Kunden dabei sein wollen. Die wollen engagieren, die wollen mitmachen. 57% unserer Kunden sagen, sie sind eher geneigt, Kommunikation wertzuschätzen, die kontextuell und intelligent ist. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist intelligent und was ist kontextuell? Stellt euch vor, ich bin gerade am Bahnhof angekommen, in Zürich, Bahnhof. Ihr steht neben so einem Display, digital, quatscht euch jemand an. Ihr guckt in diesen Screen, bärtig sitzt oben auf der Alm, in Graubünden. Und der möchte euch heute noch nach Graubünden einladen und ihr denkt, ist das jetzt versteckte Kamera oder was? Das ist real. Ja, das ist Marketing der Herzen. Und mit einem Kopf sogar dazu, sehr intelligent gemacht, weil die einen Call to Action direkt dabei hatten, Tourismusverband Graubünden, um das Ticket direkt auszudrücken vor diesem Screen. Und du konntest an dem Tag, da gibt es echt ein schönes Bild, sehen wir gleich, einen Surfer, der auf die Alm fährt und den Mann mit Bart besucht. Wer das noch nicht kennt, ich würde das Video ganz gerne einmal zeigen. Guten Morgen! Alle drauf! Willkommen im Bündnerland! Ja, guten Tag, schöne Frau! Guten Morgen! Morgen, Bro! Hey, Allegra, das ist kurz Zeit. Ja, du. Hallo. Hallo. Das ist wirklich leid. Ich hab's schon, ja. Jolala, Leute. Darf ich einladen? Ja, für was? Nummer 2 da, Freund. Einladen, das Billett draussen. Okay. Ja, das ist gültig, heute. Nur heute. Heute habe ich nicht die Zeit. No, I'm saying, komm zu dir. Jetzt gerade. Das ist ein bisschen spontan. Danke vielmals. Jetzt müsst ihr einfach auf den Zug. Okay. Dann Sie mit meinem Chef reden. Ja, tun wir doch geschwind anrufen. Das ist nicht so wichtig mit dem Chef. Ist gut. 044. 446. Silman, der kommt heute Nachmittag mit in die Schule. Kann ich auf dich rechnen? Ich weiß es nicht. Das ist mit Kinderkrippe hier. In einer Viertelstunde fahrt der Zug. Das haben wir gerade noch. Ja. Also dann bis nachher. Dann kommen wir dir. Ja, ist gut. Bis nachher. Hey, super. Ja, das ist super. Danke. Tschüss. Hey, ciao. Ja, hallo. Hey, willkommen. Hallo, danke. Ja, das ist gut. Hey! Hey! Perfekt. Perfekt. Hallo. Für mich sensationelle Werbung, sensationell, die das Herz und den Kopf bedient, weil intelligent gemacht, auch direkt ein Call to Action mit dem Ticket. Und das ist Transformation in der Kommunikation. Und auch die Microsoft hat das erkannt. Ja, danke. Wir kommen von Product-Centric hin zu People-Centric. Ihr seht oben unsere Gründer, Paul Allen und Bill Gates, und die hatten eine Vision, a PC on every desktop, in every home. Das war damals richtig. Heute, Satya Nadella, eine Mission, die er sehr authentisch aus meiner Sicht vertritt, empower every person and organization to achieve more. People-zentrisch. Der Kunde, das Individuum, ist im Vordergrund. Was heißt das jetzt für die Kommunikation in der Microsoft?
Wir haben ein Produkt, Cortana. Das ist eine persönliche Assistenz, Sprachassistenz. Die kannst du fragen, die hat mir heute den Weg nach Frankfurt gut geleitet. Und in UK hatten wir einen Case, den wir unter anderem auch in Schottland und Glasgow präsentiert haben. Da gibt es ein Plakat, Cortana can remind you if James is up for the cricket this weekend. Und jetzt muss man wissen, Cricket ist ein absoluter Top-5-Sport in UK. Das East End in Glasgow gehört jetzt nicht zu den schicksten Gegenden. Und wir haben einen Bewohner im East End von Glasgow, Chris, relativ viele Influencer, der getwittert hat, said nobody in the East End of Glasgow ever. Das heißt, Werbung mal verfehlt, würde ich sagen. Wir haben das zum Glück gesehen. 24 Stunden später haben wir das Plakat adaptiert. Cortana, next time I speak with Chris, remind me not to mention the cricket. Haben ihn angetwittert. Hey Chris, we weren't kidding when we said Cortana was personal. Chris geht an diese Bushaltestelle, sein täglicher Morgengang, und denkt, das ist doch nur Photoshop. Da gehe ich doch mal vorbei. Und twittert, thought it was a Photoshop effort from Microsoft UK. Turns out it's not. It's the real deal. Outstanding. I salute you. Das heißt, Chris hat uns geantwortet, brillant. Und wir haben ihm geantwortet, Cortana ist wirklich personal. Und wie die persönliche Reaktion und die öffentliche Reaktion war, seht ihr jetzt in diesem Video. Weil er das zeigt. Gestern, und da sieht man so schön den Staubsaugervertreter, gestern langsam und statisch, heute schnell und einfach. Gestern Push, heute On Demand. Gestern manuell, heute automatisiert, komme ich gleich noch zu, Marketing Automation. Gestern One to Many, heute individuell. Chris ist jetzt eine echte Legende in Glasgow im East End. Ja, passt auch im Übrigen zu Empowering. Every person. Gestern der Verkäufer hatte die Macht, der Staubsaugervertreter, heute hat der Kunde die Macht. Das ist auch gut so. Kapitel Marketing der Herzen. Das nächste Kapitel, Data-Driven Marketing. Auch da der Kunde im Fokus, ganz, ganz wichtig. Ein Professor David Hand vom Imperial College London hat mal gesagt, niemand möchte Daten, was Leute wollen, sind Antworten. Ich würde sogar so weit gehen, Big Data, aus viel hilft nicht viel, sondern du musst aus vielem das Relevante herausdestillieren können. Und was wir bei der Microsoft machen, ist datengetriebenes Marketing. Ich dachte mir, wer von euch kennt KVP? KVP, ja? Ja, Jan, danke. Und ich dachte, ich bin endlich mal an der Uni und kann ein Schaubild auch mal zeigen. Ja? Das sieht nach der Lehre aus und die Realität bei einer Microsoft ist wirklich so. Das Schlimme ist, die wenigsten Unternehmen machen eine Überprüfung ihrer Marketingaktivitäten. Was wir machen ist, wir gucken uns die Performance an, wir schauen, wie sind Absätze, wie ist das Mediamix gewesen, welche Werbung wirkt, out of home beispielsweise, gucken uns Wettbewerbsangebote, Marktforschung an und nehmen das für die nächsten Kampagnen und diese Erkenntnisse fließen direkt in die Planung ein. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Der zweite Trend, den ich sehe, Digital Marketing Automation. Digitale Marketing Automation treibt Umsatz über den Funnel. Das ist eine Software, die hilft, Marketing messbarer zu machen, von Awareness bis hinten zum Sales. Wir haben hier in der Attract-Phase noch anonyme Kunden, die wir durch Search Engine Marketing oder soziale Netzwerke auf uns aufmerksam machen. Nurture-Programme, wo wir den richtigen Content für unsere Kunden bereitstellen, ja, über Trials, Produkte, Angebote oder auch Online-Events. Ist bei uns Offline-Events, machen wir fast gar nicht mehr. Online-Events ist die Zukunft. Ja, teilweise 80% neue Kunden.
Die werden dann über Telemarketing qualifiziert und gehen dann hinterher in eine Sell-Phase zum Vertriebler. Und das Schöne ist, da kommt richtig Umsatz raus. Über eine komplette digitale Body Language, automatisiert, wo Marketing zeigt, wir treiben Umsatz. Was heißt das jetzt für euch? Mögliche Fähigkeiten an den Marketier der Zukunft. Analytisch, zahlenaffin aus meiner Sicht. Digital Social Kenntnisse, IT-Kenntnisse, um diese ganzen Tools, die da draußen uns das Leben einfacher machen, zu verstehen, zu beherrschen. Stichwort Marketing Automation lässt grüßen. Und natürlich, das war der Kopf und natürlich das Herz. Ja, gute Kommunikationsfähigkeiten, kreativ, konzeptionell. Das heißt, aus meiner Sicht 5 Themen mitnehmen. Erstens, Marketing wandelt sich vom reinen Brandbuilding hin zum Revenue-Marketing, wie ich das nenne. Ja, wir treiben Umsatz, das ist auch gut so. Zweitens, die Grundlage dafür sind Daten und Ziele. Drittens, Big Data, viel hilft nicht viel, sondern aus vielem das Relevante herausdestillieren. Und das Allerschönste ist, durch diese Realtime-Reaktion, ihr habt gerade Chris gesehen, innerhalb von 24 Stunden hatten wir einen Plan B. Früher hätte dieses Plakat 6-8 Wochen an dieser Bushaltestelle gehangen. Chris hätte sich jeden Morgen geärgert. Heutzutage können wir durch Social Sentiment Analysen direkt sehen, wo der Puls der Zeit ist und können reagieren. Viertens, Produktzentrierung zu Person-Kunde im Fokus. Klingt trivial, ist es nicht. Das ist wirklich eine Geisteshaltung, die absolut wichtig ist. Und aus meiner Sicht, erfolgreiches Marketing bedient den Kopf und gewinnt Herzen. Und ich bin natürlich auch Unternehmensvertreter. Ich habe noch 2 Slides, ja, aber die sind wichtig. Das ist unsere neue Zentrale, die wir in München-Schwabing bauen. Ja. Da wollen wir Kopf und Herz unter einem Dach vereinen. Ich würde mich freuen, hier die Besten dort begrüßen zu können, weil Microsoft ist ein great place to work. Wir sind in Arbeitgeber-Rankings führend. Wir haben gerade über Office gesprochen, aber auch andere Tools. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle, modernste Kommunikationsmöglichkeiten, flache Hierarchien, Dudes-Kultur ist wirklich ein guter Laden. Ja? Und ich weiß, wovon ich spreche. Insofern, wer Interesse hat, Kopf- und Herzmarketing zu machen und das in einem sehr, sehr schönen Arbeitsumfeld, kann mich gerne kontaktieren. Da sind meine E-Mail und Telefonnummer. Ich antworte in 24 Stunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.